Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part, Control. Ja, beim letzten Mal haben wir hier eine kleine Sidequest gemacht mit diesen komischen Fässern, die wir hier in dem Hochofen, ja, verbrannt haben. Und sind nun weiterhin auf dem Weg, diese Kühlpumpen hier zu reparieren. Ja, es scheint schon mal so, als ob wir diesen Weg hier entlang gehen müssen. Da steht ja auch Coolant Pumps. Also, ich gehe mal davon aus, dass es das ist. Ich bin mal gespannt, ob wir hier drüber kommen. Ja. Wir haben ja schon mal reingeguckt. Hier bricht alles zusammen. Und irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl. Ich glaube, diese Stelle kommt mir sogar irgendwoher bekannt vor. Ich glaube, die habe ich mal... in einem Trailer gesehen. Ja gut, hier hat man so viele Steine, da kann ja schon eigentlich nichts passieren, oder? Okay. Hier murmelt schon wieder jemand. Hier bauen wir wieder eine Energie-Highlight und hier kommen doch gleich schon wieder Gegner, oder? Im Arsch. Repariere es, wenn die Quelle hochgeht, ist bei uns der Ofen aus. Achso, da sind ja auch welche. Da sind auch noch welche. Es war so klar, dass hier wieder Gegner auftauchen müssen. Die wollen einfach nicht, dass ich diese Kühlpumpen hier repariere, oder? Irgendwo ist hier noch was. Irgendwas ist hier doch noch. Von mir sind ja so viele Energieeinheiten. Komm ich hier rüber? Ja, okay. Bringt es mir was? Ich habe keine Ahnung. Mein alter Feind, die Verstopfung, sucht die Rohre heim. Kümmere dich um den Scheiß. Sie ist cleverer, versucht sich einzuführen. Ich habe sie mit der Hand in der Fischfalle erwischt. Was zur Hölle? Glaube ich dir irgendwie. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder zurück.
und hoffe, da noch die Energie zu finden. Zumindest ein bisschen. Ja, hier liegt noch was. Ja, wunderbar. Hier liegt ja noch einiges. So muss das doch sein. Okay, da haben wir noch eine Energie. Kommt und holt mich, ihr Pisser! Da liegt was. Irgendwo ist noch einer. Ja. Wo bist du? Da war er. Und das war's. Okay. Easy. Wieder was zum Lesen. Nee, Mission brauche ich nicht. Was haben wir hier? Oh, jetzt haben wir hier zu den explosiven Typen was. Explosive Zischer sind Beispiele für eine extreme physische Deformation, die aus dem Befall durch das Zischen resultiert. Explosive Zischer konzentrieren sich auf nicht befallene Personen in ihrem Gebiet ohne jegliche Überlegung. Sobald sie in einer bestimmten Nähe sind, explodieren sie in einem Schwall konzentrierter Resonanz des Zischens, die so dicht ist, dass sie wie eine physikalische Kraft wirkt. Nach der Explosion ist der explosive Zischer vom Befall des Zischens befreit. Der Wirt bleibt leblos zurück. Dieses Verhalten kann eine adaptive Reaktion auf die HRV sein. Die explosiven Zischer sind dazu gedacht, die Geräte von potenziellen Wirten wegzusprengen, sodass sie der Resonanz ausgesetzt sind. Ist das Zischen in der Lage, die gewandelte Fähigkeit eines befallenen Wirts in diesem Maße anzupassen? Warum ist die Physiologie der explosiven Zischer so drastisch anders als die ursprüngliche Form des Wirts? Viele Fragen, keine Antworten. Und irgendwo da. Es gibt wieder eine eklige Verstopfung unten in der Wasserversorgung. Was zur Hölle ist das und woher kommt die immer? Und warum zum Teufel schreit Arti ihr Kauderwelsch entgegen? Er tut gerade so, als würde sie ihn verstehen. Natürlich tut er so, als könnten wir ihn auch verstehen. Hat wohl mit seiner Verrücktheit zu tun. Ich versuche es mal mit einem neuen Rohrreiniger. Extrem stark. Ja, das bringt gewiss was. Gut. Ja, was ist da für ein Geräusch? Das frage ich mich auch. Okay, ich glaube, eine fehlt noch. Und dann haben wir es sogar schon. Ich denke mal, dann geht auch hier oben diese Tür auf. Das heißt, ja, bin mehr oder weniger in der falschen Reihenfolge hier lang gegangen. I don't know. Wo ging's hier jetzt raus? Wo ging's hier überhaupt nochmal runter? Hilfe, ich bin verwirrt. Ich hab doch keinen Orientierungssinn. Habe ich wirklich nicht. Ich verlaufe mich gerne mal. Das ist immer so, ja, die Sache bei mir, ne? Ich bin so gesehen der Lorena Zorro von One Piece in
Echt. Zumindest was dieses Thema angeht. Na lecker. Wieso erinnert mich das hier gerade an Dead Space? Zumindest ein bisschen erinnert mich das hier gerade an Dead Space. Ja. Ein bisschen sehr. Mit der Masse, falls ihr das Spiel gespielt habt. Überall diese organische Mist an den Wänden in dem Spiel. Diese komischen Pickel-Dinger hier sind eben diese Pusteln aus Dead Space Teil 2. Die überall an den Wänden waren. Okay, irgendwas Neues. Ist, denke ich mal, für Waffen. Nein? Was war das jetzt? Gute Frage. Nur noch ein wenig durchhalten. Hä? War das jetzt nur für dieses Item? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Wo ist hier der nächste Generator? Wo muss ich die nächste Energieeinheiten dran machen? Ist das hier in diesem Raum? Weil ich meine, diese ganzen... Okay, das kann ich anscheinend nicht wegschießen. Schade. Diese ganzen Energieeinheiten sind doch nicht umsonst hier. Gut, man kann sie vermutlich auch ein bisschen als Waffe verwenden, aber... Das wird ja wohl kaum der Hauptgrund für diese Sachen sein. Bin ich gerade so blind wieder mal? Wo müssen wir hin?
Da geht's wahrscheinlich später raus. Ich gehe doch noch mal hier lang. Ah, hier! Explosionsgefahr gebannt. Heben wir die Quarantäne auf. Na, wo bleiben sie? Okay, und wo finde ich jetzt diesen Überbrückungsschalter? Oh, natürlich. Komm her, wo bist du? Er ist aber alleine. Auch wenn er ein MG hat. Immer schön auf den Kopf hauen. Das mögen die meisten Gegner nicht. Okay, ich schätze mal, dann muss ich doch hier lang. Wunderbar. Da musste ich ihn wohl killen, weil er mir den Weg ebnet, weiterzukommen. Wow, da schweben ja noch einige Gegner in der Luft oder Leichen oder was auch immer. Das hört sich gar nicht gut an. Zum Glück ignorieren die mich mehr oder weniger.
oder auch nicht. Geh drauf, du Pisser! Haben wir's? Sieht gut aus. Okay, wir haben's geschafft. Aber was zur Hölle ist denn passiert? Wo kamen die auf einmal alle her? Alles gut? Er lebt noch. Was sagst du zu all dem? Die Energie ist deutlich unterhalb des Toleranzwerts. Die Truppe fühlt sich viel sicherer, wenn sie da sind. Okay, der hat nichts Neues. Ich sollte weiter. Halten Sie durch. Die Quarantäne wartet. Wo muss ich jetzt genau mit dem... Warte mal, was hat die Karte? Upsi, nein. Falsche Taste. War ich doch hier richtig? Nein, Mann. Hallo. Drücke ich alles die falsche Taste? Ich glaube es ja nicht. Nee, ich muss da... Mann. Ich drück Q so selten und jetzt drücke ich es nur. Control Room. In der Richtung. Das ist unter mir, oder? Okay, muss wahrscheinlich doch dieser Raum sein. Ja. Mann, bin ich blöd. Wieso muss ich immer so ein... Honk sein. Naja, egal. Ja, in dem Raum waren wir ja schon. Sie zieht schon die Waffe. Also geht es hier wohl weiter. Aber Leute, ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Denn ich würde einfach mal sagen, das war's mit Control für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Feedback da, positiv oder negativ. Bleibt euch überlassen, gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann die Quarantäne hoffentlich aufheben können. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.